Was geht, Cory hier? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon lange nicht mehr auf dieser Couch saß. Aber heute sprechen wir über ein Thema. Und zwar, wie besiege ich die Versuchung? Denn Gott hat mir das aufs Herz gelegt, dass das wahrscheinlich gerade ein Thema ist für viele Leute da draußen. Und deshalb dachte ich mir, mache ich dieses Thema mal. Ich gehe heute die Versuchung durch, die Jesus in der Wüste gemacht hat. Und zwar stehen die in Matthäus 4. Bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren und zu liken und zu kommentieren und im Kreis zu tanzen. Und dann fangen wir an. Ich werde euch heute 4 Tipps geben, wie ihr mit der Versuchung umgehen solltet. Nummer 1, das müsst ihr wissen, und zwar die Versuchung an sich ist noch keine Sünde. In Matthäus 4, Vers 1 steht: Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Wir sehen hier schon, Jesus hat nicht gleich gesündigt, nur weil er versucht wurde. Der Feind versucht dich. Immer und immer wieder. Auch wenn er eigentlich keine Chance hat. Und genau da fängt es schon an. Wenn wir versucht werden in irgendeiner Lage in unserem Leben, da haben wir schon das Gefühl, dass wir gesündigt haben. Ich werde heute häufig über das Thema Pornografie reden, weil da haben die meisten Jungs das Problem. Es gibt auch Frauen, die das Problem haben, es gibt Leute, die das Problem gar nicht haben. Aber ich weiß, dass das ein großes Thema ist und deshalb spreche ich das immer als Beispiel an. Also du hast dieses Verlangen schon und denkst dir, ich habe Lust, mir etwas anzuschauen. Aber das ist nicht direkt die Sünde. Du kannst dich immer noch dafür oder dagegen entscheiden. Nummer 2 ist, bereite dich vor und stärke dich für den Kampf oder für die Versuchung. In Matthäus 4, Vers 2 lesen wir weiter. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Wir sehen hier, Jesus fastete. Was bringt das Fasten? Das Fasten bringt, dass dein Geist stärker wird. Dein Fleisch ist schwach, dein Geist wird stark. Bereite dich darauf vor, sei geistlich stark. Also, wenn du viel betest, im Austausch bist mit Gott, Bibel liest, sein Wort liest und anwendest vor allem, Gemeinschaft hast mit Christen und da dich austauschst, das sind so die Punkte, wo du deinen Geist stärkst. Wenn du diese Dinge tust, baust du zum Beispiel eine Mauer auf, die dir einfach hilft, wenn Versuchung kommt, davon wegzukommen oder dich dagegen zu entscheiden. Und deshalb fällt es dir auch viel leichter, Versuchungen zu widerstehen. Weil alles ist ein geistlicher Kampf. Und deshalb brauchst du so deine geistliche Verteidigung. Aber auf der anderen Seite, wenn du dich nicht vorbereitest und wenn du dich geistlich nicht gestärkt hast und keine Verteidigung hast, dann verlierst du leicht den Kampf mit der Versuchung. Also hier ist der Tipp, den du rausholen solltest. Warte nicht, bis die Versuchung kommt, um dann diesen harten Kampf zu kämpfen. Also bereite dich vorher schon vor. Tipp Nummer 3. Kenne deine Schwächen. In Vers 3 lesen wir weiter. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Jesus hat 40 Tage nichts gegessen. Das heißt, es liegt nahe, dass seine Versuchung etwas mit Essen zu tun hat. Der Teufel kennt deine größten Schwächen. Er kennt dich. Und genau das nutzt er. Also wenn du schon weißt, dass du Probleme mit einem gewissen Thema hast, dann bau dir Sicherheitsbarrieren auf, wie wir im anderen Punkt schon gesehen haben. Kenne deine Schwächen. Also kommen wir zurück zu dem Thema Pornografie. Also wenn du ein Problem damit hast, dann würde ich dir empfehlen, dass du auch nicht auf Instagram anderen Frauen hinterher schaust. Dass du dir keine Filme anschaust, wo du weißt, da kommt irgendeine Sexszene oder sonst was, was dich ein bisschen reizen könnte. Es gibt ja die berühmte Stelle, wo es heißt, wenn dein Auge dich zur Sünde verleitet, dann reiß es raus. Und so radikal müssen wir manchmal sein, also nicht, dass wir unser Auge rausreißen, aber dass wir das, was uns zur Sünde verleitet, einfach wegwerfen, es vernichten, uns davon lösen, auch wenn es hart ist. Also wenn du weißt, dass du Schwierigkeiten hast, wenn du abends im Bett liegst und dein Handy noch da hast oder dein Laptop da hast, schmeiß sie weg. Leg dein Handy vielleicht immer in die Küche, genauso wie ein Laptop, im Wohnzimmer, wo auch immer du Platz hast, was weit genug von dir entfernt ist. Oder sei ganz radikal und hol dir ein Club-Handy, weil mehr als telefonieren braucht man ja eh nicht.
Oder du bist zum Beispiel in einer Beziehung und ihr beide wisst ganz klar, ey, ihr wollt noch warten bis zur Ehe. Dann solltet ihr nicht beieinander schlafen, dann solltet ihr nicht alleine in einem Zimmer sein oder zu intim werden an sich schon. Und euch einfach Sicherheitsbarrieren aufbauen, wo ihr wisst, okay, wenn wir mal schwach werden, dann haben wir wenigstens diese Sicherheitsbarrieren, die uns schützen. Und Schritt Nummer 4, denke jetzt schon über die Konsequenzen nach. Zum Beispiel das Thema Alkohol trinken. Jeder Mensch auf diesem Planeten weiß, wenn sie zu viel getrunken haben, wird der Abend nicht gut enden und der Morgen sieht noch schlimmer aus. Und dann immer, warum habe ich nur getrunken oder ich werde nie wieder trinken? Und das kannst du aber auch schon vorher. Mach dir vorher schon Gedanken, wie es enden wird. Also wenn du schon von Anfang an weißt, wieso du etwas nicht tun solltest, dann fällt es dir viel leichter, das auch gar nicht tun zu wollen. Es geht ja allgemein nicht mehr über Verbote, du darfst das oder du darfst das nicht, sondern es geht darum, was schadet dir? Was schadet dir? Was tut dir wirklich nicht gut? Genauso ist es doch bei einem Kind mit der Herdplatte. Sie versteht nicht, warum sie die heiße Herdplatte nicht anfassen darf. Aber du verstehst es doch. Und jetzt geht das Szenario mal durch. Du wirst Narben haben, du wirst dich verbrennen und es wird wehtun und du wirst danach nicht glücklicher sein, als du vorher warst. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen, die du dir jedes Mal stellen könntest. Und zwar erstens, wie fühle ich mich danach? Wie fühle ich mich, nachdem ich diesen Kampf verloren habe? Zweitens, wie werden die Menschen um mich herum beeinflusst? Auch beim Thema Pornografie. So, wie schadest du andere damit? Jetzt sagst du wahrscheinlich, wie kann ich andere damit schaden? Nee, du schadest dir im ersten Sinne, weil du dir Erwartungen aufbaust, Vorstellungen hast, die komplett unlogisch sind und diese bringst du dann in eine Beziehung. Und da erwartest du Sachen, die gar nicht realistisch sind. Und damit gibst du deinem Partner Druck, Dinge zu erfüllen, die eigentlich nicht gesund sind. Und drittens, wie verändert sich deine Beziehung zu Gott? Viertens, wie fühle ich mich, wenn ich anderen darüber erzähle? Was macht das mit dir? Fühlst du dann Scham? Musst du dann eventuell sogar lügen, damit du dich vielleicht besser fühlst? Naja, das war mal ein bisschen was zum Nachdenken, ein bisschen andere Art von Thema, aber irgendwie hatte ich das auf dem Herzen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren und dieses YouTube-Ding zu machen. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, vielleicht, ob ihr noch weitere Tipps habt, um mit Versuchungen umzugehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich, ich kann nichts versprechen, nächste Woche mit einem neuen Video. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.